Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 13. März 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Ist auch eine sehr präzise Berechnung, aber anderes. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ganesha hütet die Astrologie und begleitet uns bei Neuanfang. Ganesha bringt uns Glück, wenn wir etwas Neues starten, auch wie der Tag beginnt. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Monatsthemen. Sonne bewegt sich noch in Tierkreiszeichen Wassermann, Suraya heißt die Sonne in indischen Mythologie. Suraya oder der Sonne ist im Wassermann. Monatsthema ist das, was die Tierkreiszeichen Wassermann vermittelt. Die Luftelement befreit zu sein von etwas, endlich aufatmen, zum Leichtigkeit kommen. Dann auch die Ideen, die Gedanken und diese Ideenreichtum umsetzen im Tat. Auch das Gefühl, einzigartig zu sein. Aber schaffen auch einen gewissen Freiraum und wir lernen, dieser Adlerblick, etwas von oben betrachten, damit wir den Weitblick haben und die Zusammenhänge erkennen. Das sind die Monatsthemen. Soma ist der eine Name des Mondes. Soma ist auch ein Getränk, ein göttliches Getränk, aber steht mit Mond in Verbindung. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier im Mondhaus Rohini. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Der Mond oder Chandra, weil das ist der Name des Mondes, obwohl der Mond steht mit Soma auch in Verbindung. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Rohini ist die Morgenröte, eine weibliche Energie, die erste weibliche Energie, wie ein Silhouette, so entsteht die Frau, so beginnt die Schöpfungsgeschichte der Veden. Das ist Rohini. Rohini ist schön, unschuldig und Chandra oder der Mond verliebt sich an Rohini und macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut, ich habe das überlegt, du darfst meine Tochter heiraten. Aber du musst ihre Schwester auch heiraten. Du musst alle ihre Geschwister heiraten. Und das waren 27 Frauen. Und der Mond blieb nichts anderes übrig. Er wollte unbedingt Rohini haben und heiratete alle 27 Frauen. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen.
Die Lieblingsfrau ist natürlich Rohini. Und jede Frau ist anderes, jede Frau verkörpert andere Eigenschaften. Die Einflüsse kommen von Fixsternen. Und diese Mondhäuser symbolisieren die Tagesbewegung des Mondes. Und heute ist Mond im Mondhaus Rohini bei seiner Liebe. Natürlich ist das ein Liebesenergie, ganz klar. Agni ist der Feuergott in indischen Mythologie und von diesem Feuerenergie wurde Mars geboren. Agni steht in einer engen Verbindung zum Mars und Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder. Fühlt sich wie zu Hause. Natürlich, Mars herrscht über die Tierkreiszeichen wieder. Und jetzt gerade kann sich ganz und voll entfalten. Mars bedeutet auch der Mann. Also das ist ein ausgeprägten, starken, männlichen Energie. Und die Männer können sich gerade verwirklichen. Besonders dann, wenn das um Neuanfang geht, ein Neubeginn. Dann ist die Kraft und der Mut da, das in Bewegung setzen. Buddha ist die Sanskrit-Name für Merkur, wird aber mit ein D geschrieben. Ich habe in diesem Bild auch Buddha, aber mit zwei D geschrieben. Und das bedeutet schon die Erleuchtung. Trotzdem setze ich diese Karte in Verbindung zum Merkur. Merkur ist rückläufig in Tierkreiszeichen Fischen. Diese Rückläufigkeit bedeutet entweder, wenn es um Handlungen geht, Gesprächen oder Terminen oder Verträge, das wird etwas gebremst. Kann auch bedeuten, dass wir sollen mal stehen bleiben und etwas überprüfen. Kann auch bedeuten, dass Themen kommen von Vergangenheit oder Begegnungen, eine Nachricht von jemand, womit wir gar nicht rechnen, aber wir kennen von früher. Damit können wir auch rechnen. Rückläufigkeit bedeutet zurückschauen, bedeutet auch Vergangenheit. Indra steht mit Jupiter in Verbindung. Indra oder Jupiter bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Lakshmi, diese Schönheit, steht mit Venus in Verbindung und die Venus-Energie ist im Tierkreiszeichen Steinbock. Das sind die Grundbedürfnisse, gerade Sicherheit, Stabilität, Struktur in die Liebe, Partnerschaft. Aber für uns Frauen bedeutet auch, wie wichtig das ist, gerade Ziele setzen, diese Ziele nicht aus den Augen verlieren, geduldig zu sein, Ausdauer haben und diese Ziele auch verfolgen, bis das Realität wird. Skanda steht mit Saturn in Verbindung. Nach meiner Meinung nach wird Saturn oft falsch verstanden. Ich bin dankbar, dass dieser Planet gibt, weil er hilft uns Halt bekommen in unserem Leben, dass wir Sicherheit, Stabilität, eine Struktur bekommen und hilft auch uns weiter entwickeln, wenn wir etwas lernen dürfen. Und von Saturn können wir vieles lernen, weil Saturn ist der große Lehrmeister. Skanda steht mit Saturn in Verbindung. Saturn oder Skanda bewegt sich im Schütze. Und die Schütze zeigt gerade unsere Lernaufgabe.
Und da handelt sich auch um Ziele. Und das zeigt die Schütze, weil die Schütze zeigt im Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und energetisch ist dieser Bereich, sind unsere Wünsche. Das mal ernst zu nehmen. Und das, was uns Saturn gerade belehrt, orientieren in eine Richtung. Auf welche Richtung sollen wir schauen, wo wir gehen wollen? Wo sollen wir gehen? Das, was wir erreichen wollen, weil das unserem Wunsch ist. Dann haben wir schon Orientierung. Dazu kommt die Feuerelement, die Begeisterung. Feuer und Flamme zu sein von etwas. Mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten. Und jetzt schauen wir die Elemente an. Feuerelement. Hier bewegt sich Mars und Saturn. Mars ist die Impuls, sehr feurig, ist auch die Feuergott. Aus diesem Feuergott ist Mars entstanden, also sehr impulsiv. Saturn bremst ein bisschen. Aber wir brauchen diese Bremse, sonst überstürzen wir etwas. Und Saturn hilft, dass hier etwas in Form kommt, dass wir überlegend sind. In Erde-Element sind die beiden weiblichen Energie, Mond und Venus. Und das zeigt auch, wie wichtig das für uns Frauen ist, gerade die Sicherheit, die Stabilität, auch die Finanzen. Auch die berufliche Situation hängt auch mit Finanzen zusammen. Sonne ist im Luftelement und Merkur, Jupiter ist im Wasserelement. Beide zeigt Wissen. Jupiter ist die höheren Oktave von Merkur. Das ist das Wissen, das Praktische, das ist Merkur und Jupiter ist die Weisheit, die höheren Bildung. Und was belehren sie, die beiden? Auf unserer Intuition, auf unserem Träume hören. Das ist unserem Unbewussten, aber auch unserem Gefühlen wahrnehmen. Wasserelement hat auch mit unseren Gefühlen etwas zu tun. Uranus ist im Widder, löst Umbrüche, Veränderungen aus. Neptun zeigt unserem kreativen Seite, unserem Fantasie und Träume, ist im Wassermann. Dadurch kommen wir zu neuen Ideen. Und Pluto ist im Schütze und zeigt, wie wir in Kraft bleiben und wie wir alles transformieren sollen, alles loslassen, was diese Kraft raubt. Und jetzt zu Verbindungen. Sonne steht in einer sehr guten Verbindung zum Pluto. Sonne ist die Licht, die Klarheit, öffnet unseren Augen und Pluto zeigt, was wir loslassen sollen. Also das wird jetzt bewusst, wovon sollen wir trennen, was sollen wir kündigen oder loslassen. Sonne steht immer noch in Spannung zum Jupiter und es zeigt Ungerechtigkeiten. Das sind schon Hindernisse gerade. Mond und Venus haben auch eine harmonische Verbindung. Das ist eine schöne Liebesenergie, sehr gefühlsvoll und das im Erde-Element. Und das heißt, das ist nicht nur die Träumereien, sondern das ist schon die Realität. Und so können wir mit dieser Liebesenergie dazu bewegen, alles, dass in die Liebe, Partnerschaft mehr Struktur, mehr Sicherheit, mehr Stabilität kommt. Mars und Saturn haben auch eine schöne Verbindung. Saturn unterstützt die Mars-Energie. Bremst ein bisschen, aber sorgt dafür, dass was man beginnt und die Widderenergie
zeigt auch Neubeginn und hier bewegt sich Mars. All das, was wir gerade beginnen, was wir gerade starten, wo wir die Kraft einsetzen, und besonders für Männer ist das eine sehr unterstützende Energie, das kommt in Form. Saturn sorgt dafür, dass wir unsere Ziele auch erreichen. Mond und Saturn haben eine Verbindung, was wir als Quinkungsaspekt nennen. Ich kann diesen Quinkungsaspekt so erklären wie ein Pendel. Stell dir vor, ihr habt eine Pendel vor euch und dieser Pendel ist unbeweglich. Und jemand fragt, in welche Richtung wird diese Pendel ausschlagen. Mit großer Wahrscheinlichkeit würdet ihr dann sagen, ich weiß es nicht. Das kann so sein, kann auch bedeuten, dass diese Pendel gar nicht bewegt. Woher soll ich das wissen? Und genau dieses Gefühl löst aus diese Mond-Saturn-Verbindung. Bei Mondenergie handelt es sich um Mutterthemen. Bei Mondenergie handelt es sich auch um Gefühle. Und das sollen wir mit Saturn-Einfluss ordnen, ernst nehmen. Welchen Gefühlen sollen wir ernst nehmen? Oder wie sollen wir das vermitteln, dass wir die Liebe, Partnerschaft und unseren Gefühlen auch ernst nehmen? Sollen wir das zeigen oder sagen, ich liebe dich, oder es ist besser gar nichts sagen? Entsteht die Antwort bei dieser Verbindung, ich weiß es nicht, weil ich habe keine Ahnung, was das auslöst. Genau dieses Gefühl verspüren wir Frauen, aber auch die Männer. Es ist schwierig, das in Ausdruck zu bringen. Das Gefühl ist da, es ist eine schöne weibliche Energie, es ist eine schöne männliche Energie, entsteht auch Harmonie heute. Die einzige Hindernis sind die Ungerechtigkeiten. Und trotz dieser Harmonie verspüren wir diese Unsicherheit. Was ist dann, wenn ich das sage, ich liebe dich? Was kommt dann? Und dann immer auf diesem Pendel denken, was ich bildhaft vorgestellt habe. Ich weiß es nicht. Wir wissen das nicht, wie der andere reagiert. Kommt das gut an? Kann sein. Kommt das nicht gut an, weil das war zu viel vom Gefühl? Kann auch sein. Oder kommt überhaupt keine Reaktion? Kann auch passieren, dass dieser Pendel stehen bleibt. Man weiß das nicht. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Im goldenen Mitte bleiben. Dann kann nichts schief gehen. Oder das vielleicht in einen anderen Tag sagen. Und jetzt zu Maya-Kalender. Gestern ist eine neue Welle begonnen. Diese Wellen sind Frequenzen oder Tönen. Wir befinden uns im 8. Welle. Und diese 8. Welle hat gestern begonnen und dauert bis 24. März 2019. Das ist wie eine Woche. Aber bei Maya-Kalender dauert es nicht 7 Tage lang, sondern dauert 13 Tage lang. In dieser Welle haben wir gerade die Erde-Element.
Und die Erde-Element ist die Realität, die Bodenständigkeit, die Sicherheit, Stabilität, die Finanzen, ein fester Boden unter unseren Füßen. Das sind jetzt gerade wirklich die Grundbedürfnisse. In dieser Welle ist die Welle die Entwicklungswegen und bedeutet, wir betrachten unseren Lebensweg. Wir untersuchen das. Wo stehen wir gerade? Mit welchen Lebensumständen befinden wir uns gerade? Das wird genau angeschaut. Und dann stellen wir die Frage, wie geht es weiter? Welche Schritte sollen wir tun? Was sind die Hindernisse? Was sollen wir bewältigen? Natürlich, die Hindernisse sollen wir aus dem Weg räumen und dann die neuen Möglichkeiten anschauen. Weil jetzt haben wir die Chancen zu einem Aufstieg, zum Glück und auch zum Heilung. Ist auch eine Heilenergie. Die heutige Zahl ist die Zahl 2. Gestern ist die Welle begonnen mit Zahl 1. Jetzt sind wir im zweiten Tag. Also haben wir die Zahl 2 und das bedeutet Polarität, die Gegensätze, die beide Seiten, die Münzen anschauen, etwas ausgleichen, abwiegen, bedeutet aber auch Partnerschaft. Die planetarische Energie ist Ben und Ben bedeutet Mais oder Himmelswanderer. Das Baum des Lebens verbindet Erde mit Himmel. Eine geistige Begleiter bedeutet Ben auch die Grenzen ausdehnen, mehr Flexibilität und Freiheit. Die Mondenergie heute ist Kauak. Kauak. Kauak bedeutet einen blauen Sturm oder Regensturm, Blitz, Wandlung, Erneuerung, eine Art Ausdehnung, die weiblichen Energie, die weiblichen Kraft, Entwicklungen. Das ist die Alchemie, was verbindet gerade Feuer und Wasser, die Begeisterung, die Leidenschaft, mit Gefühlen. Und das kann natürlich auch auslösen unerwartete Ereignisse und wie ein Blitz getroffen zu sein, verliebt im ersten Moment. Diese Mondenergie kann das bei vielen Menschen auslösen. Liebe auf dem ersten Blick. Und das war die heutige Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und diese Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu. Und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.